Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge auf der Marsch. Wir werden heute die Kühe umstallen und die Ferkel. Nebenbei wird noch fleißig weiter gepflügt und die Aussaat läuft auch weiter. Und wir werden ein bisschen gucken, dass wir jetzt Gerste und Dünger als Prozent bald auch noch nachholen. Na egal, wir müssen mal Kühe umstallen. Das war die Jungvieh hier, ne? Das war weitergehen bis runter. Jetzt sind beide zurückgesprungen. 3,5, 3,5, 3,2. Und die älteren Tiere. So. Ich brauche die mit 0, müssen ja einige bei sein. Da haben wir schon. Ordnung muss sein. Das wär's. Und gleich rüberfahren zum nächsten Stall, ne? Unsere Kälber. Die Großen. Und der ist schon rostig. Das muss eine alte Kiste sein. Das wären die Kühe gewesen, jetzt waren die Schweine dran. Juckte Kopf. So, Schweine, da müssen wir jetzt die Jungen nehmen, ne? Logisch, ne? Mit dem jungen Alter und dem viel, mit dem wenigen Gewicht. Schweine geht ja mehr raus wie Kühe. Die ganz jungen 1,6 Kilogramm, was wir haben. Gibt ja normalerweise dafür extra Sauenstelle für die Aufzucht. Ich würde keine Schweine so klein von der Mutter drin, ne? Solange sie die Milch brauchen, kriegen sie die auch, ne? Aber hier ist es so nicht vorgesehen. Bei den Kälber sind ein bisschen anders, da trennt man die gleich und dann gibt die Milch im Prinzip ja, als im Grunde als Flasche, ne? So ähnlich jedenfalls. Wenn man bei den anderen Stellen verkaufen wir gleich, aber eben gesagt, dass man immer Tiere aus dem LKW kriegen. Und dem gleich gucken, dass wir da vorbeikommen. Wenn der Stall weg ist, dann geht leichter. Und das wird so nix. Da muss ich lange quälen, den Traktor wegfahren, ne? Sehr laut, ne? Da können wir gleich mal gucken,
Ja, das ist gut. Speichern. Zurück. Ein bisschen besser. Müsst ihr mal reinschauen in die Kommentare, wenn ihr mal was feststellt, was nicht stimmt. Ob nun Lautstärke, ob ich zu leise bin oder zu laut. Oder ob die Gerätschaften zu laut sind. Ne? Muss ja nicht sein, dass es denn so ist. Ne? Dafür kann man ja Abhilfe schaffen, da kann man ein bisschen am Regler stellen. Ne? Kann ja mal sein, dass durch ein Update dass die Einstellungen sich verändert haben. Und ich habe selber so gar nicht mitbekommen, weil ich halt laut und leise machen kann am Regler. Ne? So laut wie ich höre, wird es nicht ganz rüberkommen bei euch. Geht schon, ne? Und dieser der Stahl kommt ja weg, der andere wird ein bisschen leichter. Dann muss das gehen. Hallo Weibchen, da bin ich auch bei. Aber hier machen wir nichts extra, ne? Die gehen alle, so wie sind, zum Schlachthof. So, Tiere in Umgestalt. Gleich Wasser geben. Und das ändert sich meistens doch ein bisschen stärker. Dann fahren wir den mal zurück. Und die gerade Dünger 1%. Da werden wir gleich rüber müssen. Und da entsprechend eingreifen. Nachschub hinbringen oder vom Hof abholen, mal sehen. Gerade waren ist das deswegen nicht losfahren, deswegen in ein Fahrzeug. So. Rüber. Ohne weiter. So. Teilweise jedenfalls. Ein Dünger muss sein. Wo eigentlich hier dreifach gedüngt ist, ne? Wo ist das überhaupt? Nee, da nicht. Quatsch. Düngestufe. Nee, das ist nicht dreifach. Und ich gesagt, wenn dreifach gewesen wäre, ist okay. Dann ist das, kann er auch ohne Düngen arbeiten. Ansonsten muss er mit. Und einmal gucken auf Feldmoro 36, was ich da gemacht habe. Da ist blau, blau. Das wird dort. Da kann da auch was rein. Ich glaube Gras. Oder im Frühjahr. Na, Mais geht nicht. Gras. Jetzt haben wir Uhrzeit. Noch Zeit. Ein bisschen gucken. Die Forderung soll eigentlich von der Zeit her zwischen 15 und 20 Minuten sein. Nach Möglichkeit nicht viel länger.
weil das wirkt sich näher negativ auf die an den Vorschlägen vor für andere Zuschauer, ne? Und ich möchte ja ein bisschen erweitern, kann man sagen, ne? Gibt ja mal Leute, die mir sowas interessant zuschauen. Gibt es ja sowas, ne? Wenn jemand möchte, kann er gerne hier bei mir zuschauen. Ist jeder herzlich willkommen. Würde mich freuen, auch über neue Abonnenten. Einer hat mich verlassen. Weiß zwar nicht wer. Aber das ist halt so, ne? Da gab es keine Begründung oder so dergleichen. Vermute mal, davon gehe ich aus, dass derjenige keine Zeit hat. Kann ich verstehen. Aber gut, ist halt so, ne? Bin da niemand deswegen böse. Persönlich habe ich noch nie abonniert, doch habe ich auch schon gemacht, ne? Aber gut, schon lange her. Aber macht nichts, Ende tragisch. Ja, wir machen weiter hier auf Feld 12, da machen wir jetzt weiter. Und dann muss noch 36 auch noch dran gemacht werden. Das ist viel Arbeit. Sieht hier aus. Auf der. Der ist fertig. Ja, da kann dann der Gras auch sehen, ne? So. Hier will man nicht geradeaus fahren, sondern gleich rechts fahren. Geht um Feld 12. Der Herbst ist die Aussaatzeit, ne? Wie gesagt, auf 4 und auf 6 kommt Hopfen. Und dann sehen wir weiter. Auf 36 werden wir Gras machen. Dann brauchen wir auch keinen Mais machen wegen Silage, dann haben wir genug Möglichkeiten mit Gras. Die Ampel sinkt draußen. So. Ups, festgefahren. Das wird jetzt schwierig. Ah, geht doch. Das bei innen an sich ein bisschen schwierig zu fahren, ne? Mit so einem langen Geschoss. Anführungszeichen. Na, die Nacharbeiten machen wir zum Schluss. Das ist sowieso dann dahin bei Ihnen. So. Ungefähr in der Mitte. Mal ausklappen. Und der Vollgas, nicht mit der Audio, dann voll. So. So, da sind wir wieder. Mal gleich gucken. Und einstellen. Er macht schon Licht an. Okay. Mit Dünger, ne? Eigene Felder ist wichtig. Ja, das Vorgewende hat gerade so gereicht. Hat noch nicht mal gereicht. So, das ist jetzt hier bei der Brauerei. Das scheint nur zu funktionieren, dass sie Abstände halten. Hoffe ich jedenfalls. So. Entlassen. Kurs löschen. Und dann nacharbeiten hier. Aktivieren.
Dann machst du ja gleich Gras. Aber Gras ist aktuell schon den ganzen Tag. Ja, da haben wir bald genug Weizen und Gerste haben wir auch genug. Das andere mal sehen. Im Frühjahr mal ein Feld kaufen mit Zuckerrüben. Kleines. Die wollen wir Zucker machen können, ne? Zucker und Bäckerei wollte ich machen. Wollte ich. So, unsere Produktion ein bisschen erweitern. Macht sie überhaupt was? Ja doch. So. Ja, im Herbst ist viel Arbeit, ne? War noch nie so anders gewesen. In Landwirtschaft war immer Herbst und die Erntezeit meist zu tun. Muss also sagen, früher zu LPG-Zeiten war das im Grunde egal, weil die hatten immer genug Arbeitskräfte, die aber auch im Winter nicht entlassen. Die haben nur im Winter die ganze Wartungsarbeit durchgeführt. In Normalstunden, ne? Im Sommer, wenn es losging mit der Erntezeit, da hatten sie keine normalen Arbeitstage gehabt. Also da war nichts mit 8 Stunden oder so. Da war im Schnitt immer um die 12 Stunden, 16 manchmal. So haben die gehabt, ne? Landwirtschaft, das war ein harter Job, besonders im Herbst, ne? Ich weiß zwar nicht, wie es gemacht wurde mit Bezahlung, aber so im Großen und Ganzen haben sie gut verdient. Aber stundenmäßig haben sie sehr viel gebraucht. Ne? Also kann man so nicht sagen, dass sie gut verdient haben. Ne? Also, stundenmäßig. Ne? Aber da musst du keine Angst haben, um einen Job haben. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Heute ist ja ganz extrem. Der Staat lässt keinen Pleite gehen, so ungefähr. Da war ja auch die Hauptaufgabe der Betriebe Versorgung der Bevölkerung. Das war das Allerwichtigste. So, Richtung, ja, zusammenklappen, guten Morgen, wir fahren Richtung jetzt Feld Nummer 36 und sehen da Gras aus. Gras wollen wir gleich einstellen, Vermehrungsgras, mal probieren, das soll ja funktionieren mit dem Gerät hier. Wahrscheinlich nicht. Das wäre auch nicht so schlimm. Nö. Habe ich noch verkehrten. Muss ich noch tauschen. Dann muss ich echt löschen und dann neu einfügen. Also. Oder ist hier Standard? Ne, schade, das auch nicht. Dann wäre keine 13.000 drin. Aber gut, Vermehrungsgras ist ja nicht so wichtig. So. Oh, Überlänge. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter. Hier, der Marsch, mit der Aussaat, mit Gras. Tschüss.